So, und damit dann wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Und ich muss jetzt Licht ausmachen hier, das blendet mich so ein bisschen. Ich habe jetzt nicht so viel mehr gebuddelt. Also diese eine Fuhre, die wir beim letzten Mal noch hatten, die habe ich praktisch fertig gemacht. Und dann habe ich auch gesagt, so, ach nee, was ist das, ganz ehrlich? Nee, muss nicht sein. Ja, richtig. Und wenn wir das so sehen, haben wir vielleicht Glück. Ja, wir brauchen noch 318, achso gut, okay, da oben noch das andere. Also wir brauchen 218. Ja, das heißt jetzt nur noch 200. Ja. Ja, genau, 200. Ja, genau, 200. So, das wird natürlich dafür nicht reichen. Definitiv nicht. Das reicht für die paar hier, aber für mehr nicht. Ja, dann haben wir gleich mal neues Zeugs. Ach, Eisen wäre so viel besser jetzt, ey. So ein Eisenvorkommen. Ja, hier braucht man wieder Licht, ne? Schrecklich. Und so wirklich gehaltvoller, habe ich den Eindruck, wird es hier auch nicht. Also es. Ist einfach nur so, dass es weiter runter geht, aber wirklich. Also ich sag mal, intensiver ist es hier nicht, also dass man mehr daraus erhält. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. So. Das wäre natürlich super, ne? Ja, wenn das wirklich so wäre, wäre es super. Aber so geht's auch zur Not. Das ist halt nur wirklich so eine Fleißarbeit. Vielleicht haben wir wirklich Glück, dass mit dieser einen das schon ausreicht. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, weil es ein bisschen wenig wäre. Also an Grundressource, die hier verarbeitet wird, dann halt, um entsprechend Eisen zu bekommen und daraus dann die Platten zu machen. Aber vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Soll man nicht auch haben, ne? Also manchmal hat man ja entsprechend Glück. Also nicht immer, also nur selten. Ich bin nicht so ein Riesen... Ne, Orks sind nicht so vom Glück verfolgt wie andere. Nee, nicht so wirklich. Ah, dafür sind wir trotzdem glücklich. Ja, vielleicht mal ein bisschen garstig und griesgrämig, aber wir sind trotzdem glücklich. Sehr schön. Mal gucken. Also mal Licht das machen wieder. Mist. Mal 30. Also brauche ich nur noch 70. Warte, das machen wir. Ich brauche nur 70. Genau 70. Und damit hätten wir es dann geschafft. Boah, das wäre so ein Hammer. Mal gucken, ob das reicht. Wie viel brauche ich da? 490 haben wir nicht. Da fehlt ein bisschen was. Ein bisschen viel sogar, ehrlich gesagt. Also nochmal rein. Nächsten Krams holen. Und dann gleich darauf freuen, dass wir das hoffentlich geschafft haben. Ja, das wäre so gut. Also was ich jetzt nicht schlecht finde, ist, dass ich zum Beispiel jetzt hier diese Höhle ausgehoben habe und sie zur Not, falls jetzt wirklich hier Gegner ankommen sollten, wie wir das im Livestream hatten, ganz, ganz, ganz unten mich verbuddeln kann, um halt meine Sachen zu schützen. Ja. Also so eine Ausweichbasis, die wir praktisch schon ausgehoben haben, wo noch nichts drin ist, aber man zumindest alles mögliche reinpacken kann, weil halt Platz ist. Ja, das ist gar nicht so verkehrt, finde ich. Ja, also das ist echt eine gute Sache für den Notfall. Und denn hier kommen immer mehr gerade. Und ich habe so meine Befürchtung, das wird doch dann bald schon überfallen werden. Wir haben ja auch immer immerhin etliche Schiffe angegriffen. Nicht so, dass wir friedfertig die ganze Zeit waren. Ne? Also gerade seit dieser NPC-Mod auch hier in der Let's Play-Welt ist, haben wir ja wirklich uns fleißig durch die Gegend geschnetzelt und gerade zum Schluss dann auch aktiv angegriffen, nicht nur uns verteidigt. Und ja, müssen wir mal gucken, wie da die Retourkutsche aussieht, ja, wenn dann die Gegner soweit sind.
So, das passt schon. Für das bisschen, was wirklich nur noch fehlt jetzt, sollte es ausreichen. Man kann es natürlich immer irgendwie vertun, ne? Das ist ja klar. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das passt. So. Dann guck mal, wie viel haben wir? Ah, nochmal so eins müsste es reichen. Genau. Wie viel fehlt jetzt noch? Ah, ist ja nix. Na doch, okay, doch, so einiges. 100 schlag mich tot. Alter Schwede, ey. Gut, damit können wir schon mehr anfangen. Knapp, wir sind knapp dran. Ganz, 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 ganz knapp. Verdammt, los, komm schon. Lass mich jetzt nicht hängen. Ja, das reicht. Sehr geil. Ach. Guck dir das an. Damit haben wir es gerade geschafft. Also fast. Denn jetzt muss ich eigentlich nur den Lichtbogen leer machen. Achso, hätte ich eigentlich rüberschieben können, ne? Ja. Das war zu einfach. Und ich kriege sogar 120 Stahlplatten raus. Sehr, sehr, sehr geil. Das gefällt mir. Yippie! Echt, es fehlen noch 80 Stück? Wie die Kekse. Ich krieg echt eine Macke. Also. Na, also Eisen ist wirklich nicht viel, was wir kriegen hier, ne? Ach, Mist. Naja, so ein Tropfen auf dem heißen Stein, ne? Zumindest brauche ich jetzt einmal weniger runtergehen. Es wird auf jeden Fall nicht dafür ausreichen, was wir noch brauchen, ne? Ne. Da muss ich noch was holen. Scheibenkleister. Ich dachte jetzt gerade so, yes, jetzt haben wir es endlich geschafft. Und dann, nervig. Ja, echt kacke. Ja, ich buddel es einfach hier kurz. Da es anscheinend egal ist, wie tief man da irgendwo runterkrabbelt, mache ich das jetzt hier oben. Weil dann brauche ich nicht so weit latschen und habe es schnell erledigt. Das ist viel, viel praktischer. Hahaha, sehr schön große Steine. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, noch ein bisschen. Und dann haben wir es hoffentlich gleich geschafft. Ja. Oh Mann, ey. So, ich muss sagen, ich freue mich echt mega auf Borderlands 3. Aber ich freue mich generell auf die E3, muss ich auch schon sagen, ne? Also, ach, die Andeutung, Sony ist ja nicht da. Sony macht ja sein eigenes Ding diesmal. Und da ist natürlich dann die Spekulation riesig, dass entsprechend man das nur macht, um auf einem extra Event die neue PlayStation vorzustellen. Microsoft spekuliert man auch so ein bisschen drauf, dass die eine neue Konsole zeigen werden. Kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, da man ja erst vor kurzem, also gar nicht so langer Zeit, die Xbox One X rausgebracht hat. Und als immer noch leistungsstärkste Konsole macht es gar keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Also mal gespannt, was man sich da einfallen lässt. So, reicht es schon? Ah, es reicht natürlich nicht. Verdammt. Ach so, es sind 1100. Lässt sich ganz schwer erkennen da unten. 27. Verdammt. Die kann ich mir, glaube ich, hier holen, die 27 Stück. Das wäre natürlich echt super.
Ja, immer nur eins, ne? Egal wie groß das ist, das ist echt doof. Aber das hole ich mir jetzt hier einfach. Wie viel haben wir? 18. Oh, dann sind wir noch nah dran. Zur Not holen wir uns so eine Sonde. Da ist ja auch ein bisschen Eisen zu holen. Hahaha, das müsste jetzt schon reichen. Sehr schön. Na komm, dann schauen wir doch mal, ob das schon reicht. Ja. Saugut. Endlich. Ja, das glaube ich, dass die Energie jetzt gering ist, aber das ist mir egal. Ja. So. Rein theoretisch müsste ich jetzt das eine mit dem anderen verbinden. So, ich gucke jetzt erstmal, ob das jetzt funktioniert. Ja. Sehr schön. Gut, dann soll er nämlich erstmal das Eis umwandeln. Das ist jetzt das Wichtigste. Und dann den Rest. Genau. So, das Wasser. Achso, Kies. Ja, fängt er schon an. Sehr schön. Und schon produzieren wir wieder neues Wasser und Nahrung und alles und hast du nicht gesehen. Water Recycling System. Ach, der produziert nichts mehr, weil. Ach so. Und hier kann ich mir noch jede Menge Kies mitnehmen. Ach so, Basic Assembler, hier ist er. Sehr schön. So. Okay, was auch immer hier ist. Was ist denn da alles? Hydroponische Farmen. Warte mal, mal gucken. Hydroponische Farmen. Genau. Ich brauche Wasser. Bioreaktor, mal gucken. Den können wir ausschalten. Dann können wir mal das Wasser hier sammeln. Achso, das ist ja hier. Er füllt das gerade auf, das finde ich gut. So, dann gehen wir hier in Produktion. Sauberes Wasser. Und frisches Futter. Jeweils 10 Stück. So. Was brauche ich dafür? Achso, nee, warte. Ist mal anders. Genau, synthetisches Essen. Ja, sehr gut. Müsste jetzt, glaube ich, sogar schon mit anfangen, ne? Fehlt halt nur die Energie.
Deshalb, da können wir jetzt schon sagen, okay, einmal Stopp. Hat sich gleich der richtige gekrallt, genau, und steht gerade Wasser her. Und dementsprechend hier dann das Sabirak doch mal wieder an. Verdammt, warte mal, wo ist denn hier Kies? Sagen wir mal 700. Dann ist jeder glücklich. Hier wird Paste hergestellt und das mit dem Wasser funktioniert ja auch ganz gut. So, dann packen wir das Wasser mal hier rein. Dass er mal anfängt, halt auch ein bisschen zu produzieren. Okay, hier ist man schon fertig. Das können wir damit hinpacken. Auch nicht verkehrt. Ja, jetzt ist halt die Sache. Ich brauche definitiv was zu trinken. So, das Ding hier. Ah, nicht genug Strom. So, was ist denn hier? Okay, also ein bisschen was hat schon hergestellt. Nicht genügend Energie, sagt er gerade. Ich brauche nur genug Energie. Dafür muss der Rest einmal fertig sein, langsam. So, mal kurz schauen, dass wir ein bisschen mehr von dem Wasser dahin kriegen, ey. Die Paste auch, okay. Da haben wir genug für das. Fehlt halt nur die Energie, ne? Wasser ist auch genug da. Okay. Da fehlt Kies. Wo ist denn der Kies? Im kleinen Frachtcontainer ist der. So, die Sonnen sind dann fertig, ja? Ja, ich glaube, wir brauchen Solarzellen oder irgendwas. Und eine Batterie wäre nicht verkehrt. Naja, gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Mr. Zocker.